Bondora Go & Grow ist aktuell eine der besten Möglichkeiten, das eigene Portfolio zu diversifizieren und dabei attraktive Zinsen von 6,75% pro Jahr zu verdienen. In diesem Video zeige ich dir alles, was du zur Plattform wissen musst, um hier erfolgreich zu investieren. Damit herzlich willkommen bei Northern Finance, mein Name ist Alex Black. Ja, heute geht es um Bondora Go & Grow, wie das Produkt eigentlich entstanden ist, welche Erfahrungen ich damit in knapp 4 Jahren gemacht habe mit meinem 6.900 Euro Investment, welche Risiken man dabei im Detail eingeht, was hier die Vor- und Nachteile für Anleger sind, wie sich das mit den Steuern eigentlich konkret verhält, ob Kosten anfallen und wie das Produkt im Vergleich zur Konkurrenz, zu den Alternativen, abschneidet. Um zu einem dieser Themen zu springen, kannst du die Timestamps in der Videoleiste nutzen und wenn du noch nicht bei Bondora investierst, sicher dir einen schönen Bonus von 5 Euro, wenn du meinen Link unten in der Videobeschreibung zur Anmeldung nutzt. Diese 5 Euro bekommst du bei der normalen Anmeldung so nicht. Legen wir also direkt los und klären erstmal, was Bondora Go & Grow überhaupt ist und wie es entstanden ist. Go & Grow ist das neueste und beliebteste der insgesamt 4 Anlageprodukte von Bondora, mit denen man automatisiert in Konsumkredite investieren kann, die von Bondora in Estland, Spanien und Finnland ausgegeben wurden. Du investierst also in die Schulden von anderen Menschen an diesen Orten und verdienst daran Zinsen, wie bei Bondora sonst auch. Aber bei Go & Grow erhältst du eine fixe jährliche Rendite von 6,75% pro Jahr, während diese bei den anderen Produkten sehr stark schwanken kann. Diese fixen Zinsen werden dir bei Go & Grow täglich auf dein Konto gutgeschrieben. Bei mir sind das zum Beispiel 1,23 Euro pro Tag und das jeden Tag, immer und immer wieder. Dieser Zinssatz von 6,75% pro Jahr ist bei P2P-Krediten kein besonders hoher Wert, aber dafür hast du hier einen entscheidenden Vorteil, den es sonst nicht gibt, und das ist die tägliche Liquidität. Im Klartext heißt das, dass du dein Geld hier komplett abziehen kannst und dann in die Börse investieren kannst oder wo auch immer. Und das geht eben innerhalb von einem Tag. Wie das hinter den Kulissen funktioniert und welche Risiken es dabei gibt, auf beides gehen wir im Teil der Risiken nochmal genauer ein. Davor müssen wir aber sagen, dass Bondora eine der ältesten Firmen am Markt für P2P-Kredite ist. Sie wurde 2008 gegründet und sitzt in Tallinn in Estland. Ich habe das Büro mit heute mehr als 100 Mitarbeitern bereits 2019 besucht und bald steht wieder ein Besuch und Interview vor Ort an. Das alte Interview habe ich dir hier verlinkt. Bondora ist heute einer der Marktführer mit mehr als 180.000 Investoren und mehr als 500 Millionen Euro an bisher finanzierten Krediten. Damit ist Bondora ein richtiges Schwergewicht und das ist auch gut so, denn sie sind seit Jahren profitabel, haben geprüfte Jahresabschlüsse von KPMG und werden von der estnischen Finanzaufsicht überwacht. Das alles zusammen schafft bei den Investoren Vertrauen durch Transparenz, auch in Bezug zu den monatlichen Updates der Entwicklung der Plattform selbst und auch der ausgegebenen Kredite, wie sich hier auch die Rückholungen, Ausgaben und weiteres verhält. Kommen wir damit auch zur Praxis und der Frage, wie es bei mir mit meinen heute 6.900 Euro Investment knapp in Go & Grow so gelaufen ist in der Praxis. Hat das geklappt oder auch nicht? Und hier kann ich nur sagen, ich persönlich bin sehr zufrieden mit Go & Grow. In meinen knapp 4 Jahren Investment sind die Zinsen jeden Tag pünktlich ausgezahlt worden, aber nicht immer in der korrekten Höhe, muss man fairerweise sagen. Dieser Fehler kam nur einmal vor, wurde dann schnell bemerkt, da wurden mir ein paar Cent zu viel ausgezahlt, aber das wurde eben schnell bemerkt und am nächsten Tag entsprechend korrigiert, da habe ich etwas weniger Zinsen bekommen. Sonst hat Go & Grow reibungslos funktioniert, so wie man sich das als Anleger wünscht, würde ich sagen. Es gab keine bösen Überraschungen und das ist erstmal sehr, sehr gut. Auch wenn ich mir etwas ausgezahlt habe, so hat das immer funktioniert und das Geld war innerhalb von einem Tag auf meinem Konto. Dafür ist bei der Auszahlung nur eine Gebühr von 1 Euro jeweils angefallen, mehr nicht, und die versprochene Rendite wurde konsequent eingehalten. 2 Probleme habe ich aber mit Go & Grow gehabt und das erste betrifft das Thema Auszahlung selbst. Denn während ich keine Probleme hatte, so hatten viele im März 2020 Probleme, als die Corona-Krise angefangen hat. Und ich habe mir halt nichts ausgezahlt, aber viele Investoren haben das anders gesehen, wollten ihr Geld wieder haben.
Und dann gab es eben einen großen Ansturm. Der war so groß, dass die Auszahlungen nicht mehr am nächsten Tag auf dem eigenen Konto gelandet sind, sondern über 2 bis 3 Wochen gestückelt insgesamt kamen sie dann in die Auszahlung. Länger musste man aber nicht warten, muss man ehrlicherweise sagen. Und danach hat das Produkt wieder ganz normal funktioniert. Und seitdem ist sowas nicht nochmal wieder vorgekommen. Woran das Ganze lag, erfährst du gleich bei den Risiken auch nochmal im Detail. Davor kommen wir aber noch zu meinem zweiten Problem, das ich mit Go & Grow immer noch habe, auch wenn es mittlerweile besser geworden ist. Im Dezember 2020 wurde ein monatliches Limit der Neuinvestitionen von 400 Euro eingeführt. Das heißt, du konntest nur noch 400 Euro pro Monat in Go & Grow investieren. Entsprechend konnten Anleger, die zum Beispiel 2000 Euro investieren wollten, das nur Stück für Stück über 5 Monate verteilt machen. Wenn das Geld bei dir ungenutzt, wie in so einem Fall, auf dem Konto rumliegt, wird dieses übrigens immer bei der schwedischen Großbank SEB verwaltet und dieses Geld unterliegt dann dem Einlageschutz bis 100.000 Euro. Im November 2021 wurde dieses Limit von Bondora auf 1.000 Euro im Monat angehoben, von den 400 eben ursprünglich. Und darüber habe ich auch ein eigenes Video gedreht, das ich dir hier in der Infokarte und auch in der Beschreibung verlinkt habe. Aber warum wurde das Limit überhaupt eingeführt? Der Grund dafür liegt laut Bondora darin, dass man nicht zu viele Kredite vergeben will in den aktuell unsicheren Corona-Zeiten und daher die Investments der Investoren drosseln möchte. Jetzt scheint es sich aber Stück für Stück zu ändern, diese Situation, zu einer Zeit wieder ohne Limit, wie vor Corona, wie vor 2020. Und wenn du dieses Video in der Zukunft schaust, werde ich es dir auch in der Infobox neben den Link zu Bondora selbst schreiben, ob es dieses Limit aktuell noch gibt. Wieso gehe ich jetzt davon aus, dass das Limit bald entfällt? Im November 2021 hat Bondora einmalig das Limit auf 10.000 Euro angehoben, für ein paar Tage nur, und damit einen ersten Test sozusagen gefahren, ob sie wieder ohne Limit arbeiten können oder eben nicht. Und das hat bisher scheinbar sehr gut geklappt. Wenn dir dieses Video gefällt, dann unterstütze es doch auch schnell und einfach durch ein Like von dir und abonniere den Kanal, wenn du das noch nicht getan hast, für 2 neue Videos jede Woche, die deine Rendite stärken. Kommen wir damit auch zum Risiko, dass du bei Bondora Go & Grow eingehst und da gibt es ein paar wichtige Dinge, die man beachten muss. Als erstes stellt sich die Frage, was eigentlich ja drin ist, in was Go & Grow dein Geld eigentlich investiert. Und das sind natürlich Kredite von Bondora selbst an Privatleute ausgegeben. Und zwar laut den letzten Updates sind das zu 55% Leute in Estland, zu 36% Finnen und 9% Spanier. Deren Risiko wird von Bondora selbst klassifiziert und hiermit haben sie seit 2008 viel Erfahrung, da sie mehr als 1 Milliarde Kreditanträge bereits bearbeitet haben. Dabei steht das AA-Rating hier für das niedrigste Risiko und HR für High Risk, also das höchste Risiko. Wie wir sehen, zeigt Bondora hiermit selbst, dass das Portfolio von Go & Grow durchaus Risiken hat und eben nicht davon frei ist. Dabei fällt der hohe Anteil an D-Krediten auf, der laut Bondora damit erklärt wird, dass Bondora sich im neuen Markt Finnland noch nicht so gut auskennt und deswegen alle Kredite dort mit einem Risiko von D einstuft. Hier geht Bondora also konservativer vor, als sie müssten und das zieht sich wie ein roter Faden durch das Verhalten von Bondora selbst, wie wir auch beim Beispiel von allen Erträgen über den dir ausgezahlten 6,75% pro Jahr sehen, die in eine Zinsrücklage fließen. Das heißt, Bondora hat hier eine große Rücklage mittlerweile gebildet, die angezapft werden kann, falls die Rückflüsse aus den Krediten unter die 6,75% sinken. Das ist eine sehr gute Maßnahme meiner Meinung nach. Ja, da Go & Grow so über deutlich mehr Jahre stabile Renditen liefern kann und der Zinssatz gerade nicht schwankt, es keine bösen Überraschungen gibt. Wie hoch ist diese Reserve? Die genaue Zahl verrät Bondora nicht, aber die Summe selbst soll wohl so hoch sein, dass damit die Zinsen von allen aktuellen Investoren, die es eben so gibt, über ein Jahr lang sogar beglichen werden könnten, auch wenn kein Cent aus dem Portfolio fließen würde, was natürlich komplett unrealistisch ist. Woher weiß ich das? Bondora Head of Product Matt Klenneken hat es mir in meinem Podcast gesagt, den ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dieser Fakt senkt meiner Meinung nach das Risiko bei einem Investment enorm. Und deswegen ist auch Bondora Go & Grow mit 6.900 Euro die größte Position in meinem P2P-Kredite-Portfolio, da ich die Kombination von täglicher Liquidität mit den stabilen Zinsen einfach so interessant finde.
Und das ist auch eine gute Überleitung, denn für die tägliche Liquidität gibt es auch eine Reserve, muss man sagen, aber die ist deutlich einfacher gestaltet, denn 15% aller Mittel von Go & Grow werden in Cash gehalten, damit man das Liquiditätsversprechen auch einhalten kann. Das heißt, es müssten erst 15% aller Investments abgezogen werden, bevor die Auszahlungen nicht mehr am gleichen Tag passieren. Und gleichzeitig dürfte es niemanden geben, der neu mit Go & Grow anfängt oder das vorhandene Konto aufstockt. Dass das ziemlich unwahrscheinlich ist, muss ich nicht erklären, aber ich finde es so deutlich besser, die Absicherung transparent zu machen, statt einfach nur eine Rückkaufgarantie zu versprechen sozusagen und keine weiteren Informationen zu liefern. So eine Rückkaufgarantie gibt es hier also nicht, aber dafür eben die Liquiditäts- und die Zinsreserve. Das sind die wichtigsten Risiken, die es hier bei Go & Grow gibt und damit kommen wir schon zu den Vor- und Nachteilen für Investoren. Fangen wir mal mit den Nachteilen an. Du investierst hier in Konsumkredite und diese haben keine hinterlegten Sicherheiten, wie zum Beispiel Immobilienkredite. Das heißt, diese Art von Kredit ist schon mal etwas riskanter als andere Kredite. Auch hast du keine Kontrolle über die Zusammensetzung vom Portfolio, wie bei den anderen Produkten von Bondora, bei denen du die Kredite selbst aussuchen kannst, das Risiko definieren kannst und alles Mögliche. Bei jeder Abhebung von Go & Grow wird auch 1 Euro an Gebühren fällig und der Zinssatz von 6,75% pro Jahr ist nicht garantiert oder für eine bestimmte Zeit festgeschrieben. Dieser kann sich also auch nach unten entwickeln. Außerdem gibt es keine Einlagensicherung für Go & Grow wie bei Tages- oder Festgeldkonten, denn es gibt ja hier auch noch Zinsen, muss man sagen. Und wer heutzutage Zinsen haben möchte, der muss einfach Risiken eingehen. In letzter Zeit haben sich die Rückholungen, also der Anteil an den Krediten, der aus dem Status ausgefallen, wieder zurückgeholt werden konnte, so dass die Investoren eben bedient werden konnte, sehr positiv entwickelt. Und gerade in den letzten Jahren, seit 2017, ist dieser Anteil sehr stark gestiegen und liegt im Schnitt jetzt bei 46,5%. Es ist aber nicht garantiert, dass sich diese positive Entwicklung so auch fortsetzen wird. Okay, kommen wir damit mal zu den Vorteilen für Investoren. Als erstes haben wir hier die schnelle Liquidität innerhalb von einem Tag, die vielleicht der größte Vorteil ist, kombiniert mit den stabilen Zinsen von 6,75% pro Jahr seit Einführung von Go & Grow vor etwa 4 Jahren. Es gibt hier keine Verwaltungsgebühren von Bondora für dieses Produkt und es funktioniert vollautomatisch und passiv, sodass man sich ja zurücklehnen kann oder mit anderen Dingen auch beschäftigen kann. Für die meisten Investoren reicht es wahrscheinlich, einmal im Monat hier einfach reinzuschauen oder die E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren. Ich persönlich schaue täglich rein, weil ich mich an den täglichen Zinsen so erfreue, aber das muss man nicht. Außerdem ist Bondora ein verlässlicher Partner seit 2008, der die mittlerweile zweitgrößte Plattform für P2P-Kredite in Europa nach Mintos ist, mit mehr als 180.000 Investoren, die dem Ganzen weitere Stabilität einfach verleihen. Bondora ist darüber hinaus seit Jahren profitabel und 2020 hat Bondora einen Gewinn von 3,4 Millionen Euro eingefahren und alle Zahlen werden von KPMG jährlich geprüft. Bondora geht auch sehr transparent mit den Zahlen ja für Investoren um, mit den wichtigen Kennzahlen und der Portfolioentwicklung und veröffentlicht diese immer sehr zeitnah im eigenen Blog, sodass man immer auf dem aktuellen Stand bleibt. Go & Grow hat bisher immer die Zinsen pünktlich gezahlt und bis auf 3 Wochen zum Anfang der Krise 2020 haben die Auszahlungen immer problemlos und schnell funktioniert. Gerade Neueinsteiger könnten an Go & Grow aufgrund der täglichen Zinsen und hohen Liquidität Gefallen finden, da man sich eben nicht zu lange bindet, aber trotzdem einen interessanten Zinssatz hier hat. Und wenn du bei Bondora anfangen willst, sicher dir deinen Bonus von 5 Euro mit dem Link unten in der Videobeschreibung. Und damit kommen wir auch schon zu den Steuern selbst, denn nichts im Leben ist sicher, ja, außer dem Tod und den Steuern. Und dementsprechend ist es von Vorteil, wenn man die Gewinne hier richtig versteuert. Jeder Investor kann sich für einen Zeitraum der eigenen Wahl, meistens das letzte Jahr, einen Steuerbericht bei Bondora herunterladen und das ist ganz einfach. Dabei geht man mit einem Klick auf Berichte, danach Bericht erstellen und Steuerbericht sowie der Auswahl vom gewünschten Zeitraum. Das war's schon. Danach wird ein Bericht im PDF-Format erstellt und hier ist es wichtig zu wissen, dass Bondora erst die Zinsen als erhalten angibt, wenn ihr euch diese auch auszahlen lasst. Das ist also auch noch ein Vorteil. Wenn ihr die im Konto lasst, werden die in diesem Bericht nicht angegeben. Bis dahin wird sehr wahrscheinlich wie bei mir hier eine Null in diesem Fall stehen.
Erträge aus Go & Grow sind dann allerdings in der Steuererklärung in der Anlage KAP auf jeden Fall anzugeben. Und wenn du verheiratet bist, müssen beide Ehepartner diese Anlage ausfüllen. Sonst ist das Ausfüllen aber ziemlich einfach. Die Zinsen hier eintragen und fertig. Hier gibt es keinen Freistellungsauftrag oder ähnliches wie bei Depots. Du musst also deine Erträge selbst versteuern. In Deutschland sind das 26,38% Steuern, in Österreich 27,5% und in der Schweiz ist das Ganze meines Wissens nach steuerfrei. Aber da kann ich mich auch täuschen. Und wie bei allen steuerlichen Details fragst du im Zweifel immer deinen Steuerberater am besten. Okay, damit kommen wir schon zum vorletzten Punkt, den Alternativen, bevor wir zum Fazit kommen. Es gibt einige Alternativen am Markt zu Go & Grow. Ich zeige dir jetzt kurz und knapp mal zwei auf. Wenn du mehr erfahren willst zu Alternativen, schau dir hier meinen aktuellen P2P-Kredite-Vergleich an, den ich dir auch in die Videobeschreibung gepackt habe. Als erstes haben wir hier den Hauptkonkurrenten Mintos, der sich auf Konsumkredite spezialisiert hat, aber keine eigenen Kredite anbietet, sondern ja, die von zahlreichen Kreditgebern aus der ganzen Welt. Hierbei liegen die Zinsen aktuell bei 9,5%, aber während der Krise 2020 ist hier deutlich mehr schiefgelaufen als bei Bondora und viele Investoren haben 2020 entweder wenig verdient oder sogar eine negative Rendite eingefahren, während sie in den Vorjahren stets über 10% lag. Meiner Meinung nach ist das Risiko hier höher als bei Bondora, aber die Zinsen sind dafür nicht ganz hoch genug aktuell. Eine zweite Alternative ist RoboCash, einem Kreditgeber aus Russland mit eigener Plattform. Dieser bietet dir ebenfalls höhere Zinsen an, aktuell um die 11%. Und hier werden deutlich kürzer laufende Kredite mit Laufzeiten von wenigen Wochen finanziert, während es bei Bondora durchschnittlich 5 Jahre sind. Auch gibt es bei RoboCash eine Rückkaufgarantie, allerdings keine Regulierung durch Behörden und ja weniger transparente Berichterstattung für Investoren, wobei die Jahresabschlüsse ebenfalls geprüfte Zahlen haben. Die tägliche Liquidität von Go & Grow fehlt hier allerdings komplett. Man kann sich nur entscheiden, in sehr kurz laufende Kredite bis maximal 30 Tage zu investieren. Dann hätte man eben 30 Tage, bis man spätestens sein Geld hat. Wer mit P2P-Krediten starten möchte oder auch viel Wert auf Sicherheit legt, der ist wahrscheinlich mit Go & Grow besser beraten. Kommen wir damit auch zum Fazit. Bondora Go & Grow ist meiner Meinung nach ein sehr attraktives Produkt, bei dem Investoren einfach ein- und auch aussteigen können und bisher genau das bekommen haben, was ihnen hier versprochen wurde. Dank der Liquiditäts- und der Zinsreserve haben wir hier ein hohes Niveau an Absicherung, das es so im Markt kein zweites Mal gibt. Und bisher ist bis auf diese 3 Wochen im März 2020 das Ganze sehr gut und quasi komplett problemlos und geräuschlos gelaufen. Go & Grow ist für mich zu Recht das beliebteste Produkt auf Bondora und auch ich bin hier stark investiert, weil ich vom Produkt einfach überzeugt bin. Die tägliche Ausschüttung schafft weitere Sicherheit und wenn du dich mit anderen Investoren darüber austauschen willst, kannst du das unten in den Kommentaren machen oder auch im Forum für Privatkredite, das ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort findest du, wie gesagt, auch den Link zu Bondora selbst, mit dem du dir einen schönen Bonus sichern kannst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch ein Like und Abo da. Damit bleibst du ja immer auf dem aktuellen Stand. Und mir bleibt nur noch zu sagen, dass ich dir mit Go & Grow eine gute Rendite wünsche. Bis zum nächsten Mal.